Also, wer ist der Nächste? Sturmbannführer. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber wir vier sind sehr gute Freunde. Und wir haben uns lange nicht gesehen. Also, Sturmbannführer, ich fürchte, Sie stören. Ich bitte um Nachsicht, Hauptsturmführer. Aber nur, wenn das Fräulein hier meine Gegenwart als Störung empfindet, bin ich auch ein Störenfried. Wie ist es, Fräulein von Hammersmark, störe ich Sie? Nein. Das habe ich mir nämlich gedacht. Der Hauptsturmführer scheint einfach nur immun gegen meinen Charme zu sein. Es war ein Scherz. Scherz. Nein, natürlich störe ich. Natürlich störe ich. Meine Herrschaften, gestatten Sie, dass ich Ihnen nachschenke und dann werde ich Ihnen und dem Fräulein Adieu sagen. Erik hat eine Flasche 33 Jahre alten Whisky aus dem schottischen Hochland. Was sagen Sie, meine Herrschaften? Das ist sehr freundlich, Sturmbannführer. Erik, der 33er und frische Gläser. Wir wollen ja nicht, dass Sie den 33er hier mit Ihrem Gesöfter verseuchen. Wie viele Gläser? Fünf. Für mich nicht. Ich mag Scotch, Scotch mag mich nicht. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. Drei Gläser. Auf ein tausendjähriges deutsches Reich. Ein tausendjähriges Reich! Ich muss sagen, ich habe genug von dem Affentheater. Haben Sie das gehört? Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf ihre Hoden gerichtet ist. Ja, warum richten Sie Ihre Walter auf meine Hoden? Weil Sie sich eben verraten haben, Hauptsturmführer. Sie sind so deutsch wie dieser Scotch. Also, Sturmbannführer. Schnauze, du Schlampe. Sie wollten was sagen. Ich wollte sagen, dann sind wir zu zweit. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Und ab jetzt sind wir zu dritt. Und auf die Entfernung bin ich ein richtiger Frederik Zoller. Scheint mir ein bisschen heikel zu sein, unsere Lage. Was jetzt passieren wird, Sturmbannführer. Sie werden aufstehen und mit uns durch diese Tür hinausgehen. Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, Sie und ich, wir beide wissen, Hauptsturmführer, dass egal, was mit den anderen Leuten hier in diesem Raum passiert, wir zwei nirgendwo hingehen. Das ist wirklich schade um Oberfeldwebel Wilhelm und seine berühmten Freunde. Falls einer von euch vorhat, am Leben zu bleiben, werdet ihr sie auch erschießen müssen. Sieht so aus, als ob Klein Max als Waise aufwächst. Wie traurig. Well, if this is it, old boy, I hope you don't mind if I go out speaking to kings. By all means, Captain. There's a special rung in hell reserved for people who waste good scotch. Seeing as I may be rapping on the door momentarily. I must say, damn good stuff, sir.
Now, about this pickle we find ourselves in. It would appear there's only one thing left for you to do. And what would that be? Stiglitz. See, auf Wiedersehen to your Nazi boss. Oh, my God.